kennst. Romantik ist Manipulation der eigenen Felder. Romantik ist Ausschließen vieler Teile deiner selbst. Dies ist ein Mythos, der hier auf der Erde bis jetzt gelebt wurde, erfolgreich gelebt wurde, doch nun beendet wird. Zumindest in den Reihen der Lichter weiter beendet wird, da es diese Form von Liebe nicht gibt. Dies ist Manipulation der eigenen Liebe, des eigenen Ausdrucks. Und da dies nun eine neue Art von Kommunikation auf der Liebesebene ist, bringt es Angst mit sich, bringt es Schmerz mit sich, da sich alte Felder lösen, Illusionen sich lösen. Die Menschheit in den letzten Jahrhunderten kannte keine andere Form von Liebe außer der manipulativen Liebe, die selbstzerstörerisch wirkt. Ich möchte euch bitten, sobald ihr euch in dieser Liebesenergie befindet, in der Nähe dieses eures Partners, eures momentanen Partners, denn es gibt sehr viele mögliche Partner für euch, dieses möchte ich euch hier und jetzt sagen. Momentan spielt ihr euer Spiel mit diesem Partner. Das Spiel des Wissens, so könnte man es nennen, des Wissens um die Lösung der alten Felder und um den Aufbau neuer Liebesfelder hier auf dieser Erde. Und ich möchte euch bitten, bei euch zu bleiben, euch in euer Herz, in euer heiliges Herz zu atmen, zu verbinden und in dieser Verbindung zu bleiben. Sobald ihr mit diesen alten, schmerzenden Mythen und Mustern in Berührung kommt, so dass der Schmerz euch nicht hinwegfegt, sondern ihr stabil bleibt in eurer Mitte, euch zentriert in euch selbst, sodass die Muster und die Mythen gelöst werden dürfen, ohne dass neuer Schmerz entstehen muss. Es gibt bereits einige Lichtarbeiter, die diese Felder geklärt haben. Ihr könnt darum bitten, euch bei ihnen Rat zu holen,
Geht abends mit diesem Wunsch in eure Nachtruhe über und ihr werdet des Nachts unterrichtet werden von diesen bereits geheilten Menschen oder auch Meistern, so wie ihr die Verbindung aufnehmen möchtet. Es geht darum, den Moment zu leben, das zu leben, das euch geschenkt wird im Moment, ohne den manipulativen Aufbau eines Mythos, einer romantischen Beziehung, die euch und eure Felder zerstören würde, da sie nicht mehr in eure Schwingungsebene passt. Und das Loslassen dieses Mythos bereitet euch noch diese Schmerzen. Doch das ist nicht unbedingt nötig, geliebte Schwestern des Lichts und der Liebe, die ihr seid, bleibt in euch zentriert mit eurem heiligen Herzen verbunden, im Jetzt und im Hier, so seid ihr, so ist es euch möglich, aus diesen Feldern, die Jahrhunderte, Jahrtausende lang gelebt wurden, auszusteigen und in euch zu bleiben.